Bauarbeiter, wir sind Bauarbeiter, wir sind Bauarbeiter, wir sind. Die Blankbaugruppe ist verantwortlich für sehr viel hochwertigen Wohnungsbau, die in den letzten 10 Jahren hier in Duisburg entstanden ist. Wir bauen hier vor Ort ca. 109 kleine Apartments. Das sind 2-Zimmer-Apartments für Senioren, die natürlich seniorengerecht, barrierefrei ausgebaut worden sind und wo wir im Erdgeschoss zusätzliche Nutzung vorgesehen haben, wie eine Tagespflege, wie ein Café, wie vielleicht noch eine zusätzliche Sammelstelle oder Treffpunktstelle, sodass, sage ich mal, die alten Leute hier einfach zufrieden und glücklich ihren Altersabend verbringen dürfen. Wir sind hier als Generalunternehmer tätig, wobei wir hier schon früh eingestiegen sind, also haben die Planungsphase schon begleitet, sind dann über ein sogenanntes Partnering-Verfahren hier mit der Blankbau zusammengekommen. Wir haben hier ein ganz tolles Event heute, was im Wesentlichen von Köster organisiert wurde. Wir haben in direkter Nachbarschaft eine Kita mit vielen kleinen Kindern und die dürfen sich heute die Baustelle einmal anschauen. Wir haben natürlich immer eine besondere Präsenz mit unseren Baustellen vor Ort und haben immer interessierte Zuschauer von außen, die über den Bauzaun blicken. So war es natürlich auch hier bei den Kindergartenkindern. Der Kindergarten ist nebenan und die haben natürlich immer mit großen Augen hier rüber geschaut. Was passiert da? Ist ja immer imposant, wenn so ein großer Kran aufgestellt wird, große Bagger laufen, großes Gerät und aus einem Loch entsteht plötzlich ein großes Gebäude, was ja nun imposant ist für die Kleinen. Und so haben wir gesagt, wenn die schon immer hierher gucken und nur von außen, dann laden wir sie doch auch mal auf die Baustelle ein, um denen mal zu zeigen, wie es von innen aussieht und denen auch mal die Bauprozesse so ein bisschen nahe zu bringen. Wir sind heute mit den Maxi-Kindern hier auf der Baustelle eingeladen worden und sind die verschiedenen Etagen durchgegangen mit den Kindern. Und den Kindern ist alles kindgerecht erklärt worden, wie das alles vonstatten geht. Erstmal kam das dazu, dass die Kinder generell auch immer die Bauarbeiter angesprochen haben, Fragen gestellt haben. Und dann haben wir, wie gesagt, von Landbau und Köster sind wir dann eingeladen worden. Bei den Kindern ist das sehr gut angekommen. Gestern war schon eine Gruppe da und die kamen schon in die Kita und waren sehr begeistert und haben den anderen Maxis das schon alles erzählt. Und wir waren auf einem Gaplerstapler und da durften wir drauf. Und wir haben gefahren. Aber nicht in echt. Ganz oben haben wir uns angeguckt, dann sollten wir Sachen gucken und erzählen, was das so schwer ist. Ein Elefant oder ein Wal oder ein Hund. Wir würden uns freuen, in Zukunft eben auch, wenn die Senioren hier einziehen, eine Kooperation einzugehen, dass sie vielleicht rüberkommen zu uns im Kindergarten, zu einer Liederrunde oder Bastelrunde. Da würden wir uns in Zukunft sehr freuen, wenn da noch generationenübergreifend gearbeitet werden kann. Wir sind Bauarbeiter, 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 wir sind